Herzlich willkommen, liebe Waage, zu deiner Tarot-Vollmondlegung. Ich möchte schauen, was der Vollmond im Oktober für dich mitbringt. Wow, die Welt. Das ist schon mal eine schöne Karte. Großartig. Der Vollmond im Oktober steht im Zeichen des Widders. Ja, ist eine Feuerenergie. Scheint dir sehr gut zu tun. Scheint dir äußerst gut zu tun, der Herrscher. Und die 10 der Kelche. Wahnsinn. Also, es tut dir wahnsinnig gut. Du bist hier wirklich in so einer Macherrolle drin, habe ich. Hier ganz stark als Eingebung. Die Welt ist so eine Karte. Da ist alles rund. Da ist alles schön. Und es wirkt so sehr harmonisch. Du bist genau da, wo du gerade sein sollst. Und ich habe das Gefühl, als ob du das auch weißt. Ne? So dieses, ich fühle mich rundum wohl, es geht mir gut, es gibt da im Moment nichts, was ich aufarbeiten soll, irgendwelche geheimen Aufgaben, gar nichts. Ne? Hier ist tatsächlich so dieses, mir geht es total super. Jetzt haben wir den Herrscher daneben und das wirkt auf mich, aber mit dieser Energie in der Kombi, als ob du hier auch wahnsinnig selbstbewusst bist. Als ob du hier so ein Selbstvertrauen entwickelst, wo du sagst, ja, ich kann hier ordentlich was nach vorne bringen oder ich kann Menschen von mir begeistern. Und 10 der Kelche ist hier auch eine sehr harmonische Energie oder harmonische Atmosphäre mit deinen Liebsten. Also ich sage immer gerne, das ist die Karte mit Regenbogen, Zuckerwatte, Einhörner, alles, was man schön finden kann in der Nähe seiner Liebsten. Vielleicht auch Freunde, die du triffst, bei dem Kontakt du einfach denkst, wow, es geht uns gut. Es ist so schön, dass die um mich herum sind. Wir haben einfach eine schöne Zeit. Wir können alle mal runterkommen. Das ist so ein bisschen wie Seele streicheln, ne? Also wirklich großartig. Jetzt mit dem Herrscher habe ich dich hier auch sehr charismatisch dran. Jemand, der auf der einen Seite sich die Butter nicht vom Brot nehmen lässt, aber auf der anderen Seite auch Menschen wirklich von sich begeistern kann. Ich würde tatsächlich fast sagen, du bist hier sehr, sehr strahlend. Und das Charisma ist sehr, sehr gut und sehr ausgeprägt und so ein bisschen als wie wenn du in den Raum trittst und alle sich sofort umdrehen und sagen, wow, Frau Waage sieht heute aber super aus. Was ist denn mit ihr passiert? Toll, ne? So, also als ob du so unwiderstehlich bist, als ob du jemand bist, mit dem sich die Menschen auch umgeben möchte, ne? Diese Ruhe und dieses, ich ruhe in mir selber und ich mache den Rücken gerade. Ne, das scheinen die Leute wirklich sehr gerne zu sehen oder sich einfach mit dir in diesen Energien befinden zu wollen, ja? So, ich sag mal so, du hast Zucker in den Taschen, ne? Die Leute rennen dir hinterher. So, wir gucken mal weiter. Abenteuer, klasse. Da eröffnen sich neue Möglichkeiten, aber nicht alle findest du gut. Das muss ich auch einmal sagen. Ne? Ritter der Schwerter ist so eine, ich wehre mich dagegen, das finde ich jetzt hier nicht so pralle. Ne? Also es kann auch sein, dass dir hier Leute hinterherlaufen, bei denen du mal eine klare Ansage machen musst und sagst, hier, pass auf, verpfeif dich bitte, ich habe da keine Lust drauf. Ne? Ast der Stäbe sind natürlich diese Möglichkeiten, die daraus entstehen, dass du einfach so charismatisch bist. Kleine Abenteuer, Menschen, die dir vielleicht auch Dinge nahelegen oder die neue Option, Entschuldigung. Oh, ich habe manchmal ein bisschen Schluck auf. Dir neue Optionen oder Abenteuer darlegen. Und das wirkt hier tatsächlich auf jeden Fall so ein bisschen aufregend, als ob du auch so, ich sag mal, ein bisschen spielen kannst mit den Menschen. Oder so ein bisschen, ich sag mal, sehr flirty, sehr, sehr, ja, als ob du, wie nenne ich es noch? Naja, flirten. Flirten, Menschen begeistern, vielleicht auch mal so ein bisschen so ein bisschen anpieksen und so ein bisschen Reibung erzeugen. Sowas habe ich hier sehr stark drin. Aber nicht mit jedem. Aber nicht mit jedem. Nee, das sind zu viele Karten, Leute. Das sind zu viele. Ich muss noch mal. Ich hätte gerne noch mal eindeutige Botschaften für die Waage. Verantwortungsvoll bist du zusätzlich. Also da sehe ich jetzt niemanden, der sich durch die Weltgeschichte flirtet und da jedem den Kopf verdreht, sondern du bist da schon sehr, sehr am Sortieren, um es jetzt mal so zu sagen. Ich sehe dich hier sehr verantwortungsvoll. Das heißt, wenn das niemand ist, mit dem du dir eine Zukunft vorstellen kannst, dann wird da auch nicht geflirtet. Ne? Das einmal an dieser Stelle. Und es kann sein, dass hier mit dem Hierophanten, das ist auch immer so eine Karte, wo Offenbarungen kommen, wo jemand vielleicht auch sich zu dir bekennt oder also gerade wenn du einen Herzensmenschen hast, ihr seid noch nicht fest zusammen oder es ist noch nicht so richtig ausgesprochen, was das zwischen euch ist, würde ich hier aufpassen. Ne? Das kann sein, dass hier jemand kommt und sagt, hey, pass mal auf, wollen wir unsere Beziehung nicht festmachen? Wollen wir das nicht wirklich in feste Bahnen leiten? Ich würde gerne, wahnsinnig gerne mein Leben mit dir verbringen. Sowas kann hier mit rein. So, kriegen wir noch einen Rat vom Universum für die Waage.
mit dem großen Charisma. Okay, fünf. Fünf der Schwerter mit fünf den Hierophanten. Ich brauche nochmal eine zweite Karte. Kartenlegerin versteht noch nicht ganz. Okay, super. Gut. Es kann sein, dass du gleichzeitig auch mal etwas loslässt, eben weil du in diesem Charisma bist und in diesem Selbstbewusstsein, ne? Und dieses Loslassen, dieses verantwortungsvoll sein und loslassen und einfach merken, dass du alle Optionen dir offen stehen, kann sein, dass du hier auch eine große Erleichterung findest. Eben weil du sagst, sorry, aber ja, ich weiß gar nicht, was ich an dem gefunden habe, am Ex-Freund, wo ich jetzt die letzten 3 Monate dran noch gehangen habe und geweint habe, ne? So eine Energie ist das hier. Von daher mach das gerne. Überleg dir, was du noch loslassen möchtest, weil es wird dich erleichtern, dass es dann weg ist. So, das einmal noch mal schnell hinterhergesagt. An dieser Stelle würde ich die Legung auch schließen. Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, liked das Video gerne. Ansonsten freue ich mich über ein kostenloses Abo für meinen Kanal und teilt es gerne, wenn das jemand sehen sollte. Ja, meine Lieben. Ansonsten macht's euch schön in dieser Vollmondzeit, die sehr energetisch und sehr selbstbewusst daherkommt. Von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.